Moin, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Need for Speed Heat. Oh, knappes Manöver von der Polizei. Wir machen weiter mit der Story. Wir sind unterwegs im GT3 RS. Und bald holen wir uns ein neues Auto. Aber jetzt erstmal hier in diesem schicken Teil hier mal ein bisschen fahren. Und die Mission Hochladen ist am Start. Mal gucken, wann ich diese Folge hochlade. Let's go! Was willst du denn hier? Deine Hilfe. Hey, halt mich aus deinem Scheiß raus. Sämtliche Cops der Stadt suchen nach euch. Ja, weil wir sie nämlich auffliegen lassen können. Wir haben einen Laptop voller Beweise, die Mercer das Genick brechen werden. Er ist nur leider passwortgeschützt. Ist das alles? Sekunde. Ich hab dir eine Datei geschickt. Halt dein Smartphone an den Laptop, dann sollte er in ein paar Minuten entsperrt sein. Wow. Danke. Sorgt einfach dafür, dass es klappt. Wenn diese Cops auffliegen, tut ihr uns allen einen Gefallen. Und jetzt verschwinde. Wie sieht's aus? Ich schick dir eine Software, die den Laptop freischaltet. Halt einfach dein Smartphone daneben, dann müsste der Rest automatisch gehen. Okay, geht klar. Läuft. Ich bin unterwegs zu dir. Sollte bald da sein. Ist auf laut. Hier passiert was. Sieht gut aus. Und wir sind drin. Ich kann hier ein paar Ordner sehen. Ja! Du bist ein Genie. Naja, sagen wir, ich kenne ein Genie. Jetzt müssen wir nur die richtigen Dateien finden und sie der Presse als Beweise liefern. Die Reporter werden diese Story lieben. Moment mal. Was ist das? Hier läuft ein Programm namens PD Hardware Tracker. Ist das eins von deinen? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Achtung an alle Einheiten. 3:15. Wir haben den Standort der Verdächtigen im Fall des Angriffs auf Lieutenant Mercer. Begeben Sie sich unverzüglich in den nördlichen Teil von Cloudbank. Hört ihr das? Sie orten den Laptop. Oh, wir müssen weg. Lass ihn hier. Nein, Planänderung. Wir fahren mit dem Laptop los und mailen der Presse die Dateien von unterwegs. Triff dich bei der alten Mall mit uns. Jo, okay. Das falsche Abbiegen kommt mir jetzt teuer zu kosten. Verstanden, Zentrale. Ich häng mich dran. Alles klar, ich nehme die Verfolgung auf. Jackson Warren, sind Sie das? Ich dachte, die Taskforce scheint das Tageslicht. Ich schieb eine extra Schicht um diese... Ja? Sie haben uns gefunden. Halt den Wagen ruhig. Sieh unter Dokumente nach. Ich hab's nicht so mit Computern, okay? Die wollen uns umbringen. Oh, dachtest du, Mercers Leute spielen fair? Wir sind gleich da. Okay, ich versuche hier zu tippen. Oh, Alter. Du musst verhindern, dass uns diese Cops von der Straße rammen. Mach ich. Lucas. Ich dachte, ich mach da einen ordentlichen T-Bone-Takedown. Das hab ich. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Dateien, die Mercer belasten. Was machen die Leute? Hallo? Boah. Ja, als ob der jetzt noch weiterlebt mit so einem Pups an Leben. Akten über beschlagnahmte Autos, Zulassungen, Ausweise, Bußgelder und alles mit Mercers Namen drauf. Schicken. Ich hänge den ganzen Ordner an. Komm zurück, sonst sind wir erledigt. Okay. Also noch seid ihr bei 100%. Oh, du bist zu weit von ihnen entfernt. Die haben zwar noch 100 Leben, aber hey. Ich musste sicher gehen, dass der Polizist hinüber ist. Ich habe keinen Heat-Erfahrungspunkte-Dingensbums bekommen. So, jetzt nochmal. Du musst verhindern, dass uns diese Cops von der Straße rammen. Mach ich. Lucas, wie sieht's aus? Die E-Mail-Adresse des Senders habe ich. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Dateien, die Mercer belasten. Beeil dich! An alle Einheiten 42, ja, überhol mich! Bisher hält sich der Schaden in Grenzen. Dein Porsche passt perfekt in meine Auffahrt. Uhu! Ich hab's! Akten über beschlagnahmte Autos, Zulassungen, Ausweise, Bußgelder und alles mit Mercers Namen drauf. Abschicken! Ich häng den ganzen Ordner an.
Einheit. Ja. Wie sieht's aus? Der Upload läuft. Acht auf die Straße. Das hier wird dir noch mächtig leid tun. Boah, Alter. A la Bonheur. Schaff uns etwas Zeit, dem Wagen geht's gut. 23 Wir verfolgen hier gerade eine 37. Unterwegs in westliche Richtung. Du kennst Upgleich. 23. Hey. Fahrzeug, erbitte Meldung aller verfügbaren Einheiten. Wo willst du hin? Wir können nicht tracken, Idiot. 23.23, wie lautet Ihre aktuelle QTH? Wie lange kann so ein Upload denn dauern? Das Signal ist schwach, okay? Je nachdem, was wir Dateien man hat. So 4K Upload kann selbst bei mir gut 2 Stunden dauern oder 3 Stunden. Je nach Videolänge. Achso, ich wurde gar nicht gefragt. Okay, gut, ja. Sind bei 99%. Okay. Das ist bei Windows immer so. Es dauert noch eine Stunde. Okay, die Frage ist jetzt, ob die über den RWB reden oder über meinen. Ich vermute mal über meinen, oder? Alter. Der Wagen ist noch lange nicht am Ende. Meiner schon. Alter, waren wir nicht gerade bei 99%? Ich glaube, das Getriebe ist hin. Das hier wird dir noch mächtig leid tun. 22, 23. Betrachten Sie sich ganz verhaftet. Uns geht's. 22, 23 an Zentrale. 22, 23 QFK. Wir verfolgen hier gerade einen auffälligen 40. Ach, Nachricht verschickt. Das war's. Gut, wer sind das? Hier gibt's keine Tankstelle. Huh, das war knapp. Auf den letzten Drücker. Bring uns nach Hause. Was für eine BMW ist das eigentlich genau? RIP 4K-Screen. Oh nein, wo soll ich jetzt Crysis drauf spielen? Unsere heutige Top-Story. Eine Schande für die Polizei. Hochrangiger Beamter auf der Flucht. Lieutenant Frank Mercer, Leiter der stark umstrittenen High-Speed-Task-Force, ist nach seiner Suspendierung infolge von Korruptionsvorwürfen verschwunden. Diese erfolgte aufgrund brisanter Dokumente, die dem WFFL-News-Team exklusiv zugespielt wurden. Obwohl die Polizei nicht näher auf die Vorwürfe eingehen wollte, beziehen sich die bereits genannten Dokumente offensichtlich auf Erpressung und Diebstahl in der Street-Racing-Szene, gegen die Mercer eigentlich vorgehen sollte. Das Department erklärte lediglich: Lieutenant Mercer weiß von seiner Suspendierung und wir legen ihm dringend nahe, uns bei den Ermittlungen zu unterstützen. Und außerdem. Und außerdem was? Hochladen abgeschlossen. Cool. Wenn das bei YouTube immer so schnell ginge. Gut, habe mich halt für 4K-Videos entschieden. Da dauert das ein bisschen länger. Mercer noch auf der Flucht. Also sei vorsichtig, okay? Er könnte überall sein. Ja, läuft. Da hat er schon mal gut ausgesehen. Ihr Lieben, ich würde sagen, wir holen uns bei Nacht jetzt dicke, fette Erfahrungspunkte. Oder Story-Missionen. Mal schauen, wir können ja die Drift-Story-Mission weitermachen. Und da holen wir uns gleich den Mustang. Oder wie man neumodisch sagt, natürlich Mustang. Naja, zumindest die Wagen. Wir sollten uns treffen. Okay, hier geht die Story direkt weiter. Alles klar. Hey, Dex hier. Ich weiß, du hast vermutlich gerade andere Dinge im Kopf, aber wenn du eine Abwechslung brauchst, ich teste im Moment mögliche Strecken für den nächsten Showdown. Triff dich in Downtown mit mir. Dann reden wir darüber. Okay? Naja. Machen wir erst noch mal kurz die Drift-Mission.
Schönes Ding. Eine Sache, die ich halt immer wieder bei Need for Speed seltsam finde, und das war eigentlich fast allen Need for Speeds so, sobald du einlenkst, verlierst du extrem viel Geschwindigkeit. Aber mir geht es nicht darum, dass das Auto in der Kurvenfahrt schneller werden soll oder so. Aber sobald du mal ein bisschen stärker lenkst, verliert das Auto übermäßig viel Geschwindigkeit. Aua, aua! Aua! Ja, guter Abschluss für die Folge. Danke. Ach komm, du hast mich jetzt nicht oben zurückgesetzt, oder Spiel? Hm. Ich könnte mich ja verfahren haben, ne? Natürlich. So, Dämmerungstechnik. Was geht, mein Lieber? Okay, zum Glück bin ich ein bisschen smarter als 0. Warum kann ich meinen Wagen nicht wechseln? Ach. Oder geht das nur mittags? Oh Gott, Ed. Warum macht man sowas? Ich wollte schon sagen, wenn du da schon das Auto nicht wechseln kannst, gehe ich zu einem normalen Rennen und wechsle das Auto. Aber gut, dann fahren wir jetzt mal hier ein weiteres Rennen. Und da wird wieder gelevelt. Dann können wir auch bald die neue Story Quest annehmen. Warte mal. Hallo? Wobei, die ist auch bei Nacht, ne? Wohin müssen wir denn da? Ach, in die Stadt. Und wo sind wir jetzt? Beziehungsweise, wo führt uns die Strecke hin? Okay, nicht in die Stadt. Okay, ich hätte jetzt die Chance, mich in die Stadt zu teleportieren. Komm, machen wir weiter. Ich will wissen, was da jetzt passiert mit Lieutenant Frank Mercer. Der Frank Merzer. Der ist nicht im April geboren und auch nicht im Februar. Na, der ist ein Merzer. Ich schäme mich ein bisschen, ja, Leute. Mhm, warte, warte. Wir sind auf Stufe 35 nach der nächsten Mission, glaube ich. Oh ja, aber sowas von. Und wenn wir bei Nacht rausgelassen werden, wäre das natürlich super. Dann können wir das irgendwie verfünffachen oder so, je nach Heat-Level. Das war knapp. Wir hatten ein paar Cops am Hals. Bei dir? Alles ruhig. Los geht's. Einer von den Trucks, nach denen wir suchen, ist gerade auf dem Weg zu den Docks. Mercer will die Wagen offenbar verschiffen. Okay, wie ist der Plan? Die Cops können wir nicht rufen. Mercers Arschlöcher sind überall. Es muss hier doch auch noch anständige Cops geben. Ja, ich hab nur eins. Was wir erlebt haben, würde ich sagen, höchstens ein paar. Ein paar reichen uns. Nur wie finden wir raus, wer korrupt ist und wer nicht? Ganz einfach. Wir führen sie alle hin. Ernsthaft? Du willst doch eine Legende sein. Okay, Rookie. Wie du willst. Ich benachrichtige die Crews, die League, einfach alle. Sie sollen Unruhe stiften und so viele Cops wie möglich nach Port Murphy locken. Und was machen wir? Wir fahren nach Eden Shores und sorgen selbst für Wirbel. Waren wir nicht irgendwie vor einer Folge uncool mit der League, weil die dachten, dass wir die Bösen sind? Ich glaube, für mich wird es Zeit, wieder zu fahren. Nicht im selben Auto wie ich. Ich liebe dich auch. Bro, du bist total eingerostet. Schon mal von Muskelgedächtnis gehört? Was, wenn deine Muskeln dement sind? Hey, Hannah kann mit mir fahren. Cool. Du glaubst gar nicht, wie sehr mich das freut.
Ja, eine Sache wollte ich. Ja, genau, die Leak. Die dachte ja, dass wir irgendwie zu den Bösen gehören. Hallo Manta und Ciao Ciao und Ray Haley. Ja, aber anscheinend sind die jetzt wieder cool mit uns. Ja, ich habe hier irgendeine Wimper, die meinem Auge irgendwie ein bisschen wehtut. Wenn wir ihre Aufmerksamkeit wollen, passt es doch. Sorgt dafür, dass sie uns nicht ignorieren können. Then let's go. Oh, 488 GTB gibt's auch hier. Nice. Hat er gepustet oder was meint er gerade? Sie kommt. Okay, Rivera, das könnte lustig werden. Oh Gott, diese Stimme. Vor dem Revier Donuts. Wir sind gleich vor Ort. Donuts. Okay, wir haben sie. Führen wir die Arschlöcher zum Ziel. Wenn mir die Cops den Wagen zerkratzen, verklage ich die Stadt. Ziele fahren Richtung Süden. Okay. Wir sind dran. Jawohl, Stufe 36 ist auch fast drin. Ich glaube, wir müssen nicht abtauchen. Je nachdem, wie viel Chaos wir stiften. Zentrale, wir brauchen hier draußen mehr Einheiten. Wir gehen mehreren Vorfällen nach. Was ist denn das für ein Zeichen auf der Minimap? Hört ihr das? Es klappt. Hallo? Kannst du dich bitte mal ein... Oh, sorry. Warum bezahle ich überhaupt Steuern? Um mich so behandeln zu lassen? Hey Mann, sag mal, wie war's eigentlich im Knast? Ganz toll. Dabei hatte ich mir geschworen, nie wieder einzufahren. Tut mir wirklich leid. Ich verzeih dir, fürs Erste. Was ist denn das, eine Straßensperre? Alter, okay. Was ist denn mit dem los? Wie der mich einfach gedreht hat mit einem Hit. Folgt jemand anderem. Denkst du, deine Kopffreundin könnte die Straßensperren aufheben? Ich glaube, sie mag nicht, weil ich ihr den Laptop nicht geben wollte. Wir haben ihn doch zurückgegeben, oder? Alter, lass mich bitte in Ruhe, Leute. Keinen Spaß, da wo ich bin. Vielleicht ist es ein Gag, der nur auf Englisch funktioniert. Zentrale, diese Warnwerte können nicht mithalten. Okay, wir kommen jetzt zum Spaceport. Oh ja, da wollte ich doch schon immer mal durchrasen. Oh yeah. Ich kenn dich endlich wieder. Verdächtige kommen jetzt zum Spaceport. Wir müssen diesen Scheiß beenden. Ich mag dich, Rivera. Alter, die sind Kilometer weg. Ich hoffe nur, dass ich schüttelt mich gleich. Shit! Ich schicke euch Verstärkung. Zieh diese Panzer aus dem Verkehr. Okay, zurück zum Rennen. Verdächtige verlassen den Spaceport. Muss ich das gewinnen? Okay, Lukas ist wirklich ein bisschen aus der Übung. Anna! Wenn sie noch mehr Cops schicken, schaffen wir es nicht. Ich bin fast da. Boah. Die erste Person ist mit dem Rennen schon fertig. Ah, ich glaube, es ist egal. Hauptsache, du machst ein bisschen Chaos. Hast du die ganzen Cops hinter uns gesehen? Der Wahnsinn. Wir 710 sind jetzt bereit, die Zielperson zu stoppen. Zentrale, wir haben die Racer bei den Docks verloren, aber was anderes gefunden. Das hier ist eine Riesensache. Schickt sämtliche Einheiten her. Verstanden. Ihr zwei solltet beten, dass die Wagen noch da sind. Gib einfach Gas, dann wird bestimmt niemand enttäuscht sein. Wie viel heute schon passiert ist und wir haben erst 20 Minuten aufgenommen. Nice. Wechsel auf einen sicheren Kanal. Sie wissen von der Lieferung. Die Bastarde haben uns direkt hierher geführt.
Ich pups dir ins Gesicht. Zu spät. Ich hoffe nur, er ist weg. Wir sind gleich da, wo die Trucks gesehen wurden. Also dann, passt auf euch auf. Das ist mein Kampfschreier. Ach ja. Ist die Kamera scharf gestellt? Nein, ich bin scharf genug. Die Wagen schleust hier niemand mehr raus. Wir haben's geschafft. Hi. Worauf sind wir hier nur gestoßen? Oh, den F40. Einer aus der Taskforce versucht herauszuschwimmen. Er sagt, Lieutenant Mercer ist noch vor Ort. Und wo? Kann sein, wir aber schon. Los! Jawohl, komm schon. Jetzt holen wir uns den Most Wanted M3 GTR. Rudi, komm her. Ich hätte mich wünschen, dass ihr zwei dahinter steckt. Wir konnten sie doch nicht ohne Verabschiedung gehen lassen. Ich warne euch, lasst es sein. Nein. Vergessen Sie es, Lieutenant. Wir haben die Autos, jetzt schnappen wir sie. Und das Auto natürlich. Ihr glaubt, ihr könnt ihn aufhalten? Officer Torres, das ist der Plan. Einwände? Hört mir genau zu. Er ist gefährlich. Also haltet euch von ihm fern, wenn ihr ihn habt. Überlasst ihn mir. Ja, der macht fast so viel Schaden wie ich, obwohl ich ihn ramme. Hi. Was? Mein Wagen ist beschädigt. Weiter so. Aussteigen können und ihn erledigen können. Aber nee, dann killen wir ihn halt so. Lahmer Typ. Volles Nitro. Der weiß nicht mal, dass das Auto repariert wird, wenn er durch die Tankstelle fährt. Bist du für ein Noob? Wir haben ihn fast. Ja, aber sowas von. Komm her. Ja, komm. Führt den Hubschrauber aus. Er ist raus. Elektronikausfall. Der Pilot gehört angeblich zu Frank. Schreib's auf die Liste. Frank Mercer jagt euch mit dem BMW. BMW. Sag mal. Ja, geht doch. Finally. Sind die Videos in 24 FPS? Tja, Frank. Perfektes Timing. Ich muss sofort hier weg. Du? Torres. Eva. Wenn sie mich schnappen, könnte es übel enden. Für uns beide. Ja, schon klar. Alter, die sind aber auch echt nicht zimperlich. Ja komm, die schmeißen mich jetzt nicht einfach so in die Garage, oder? Naja, keine Ahnung, was mit Frank Mercer passiert oder mit Eva Dingensbummens hier. Okay. Die Polizei hat heute ihre Suche nach Lieutenant Frank Mercer endgültig eingestellt. Obwohl keine Leiche gefunden wurde, vermuten die Behörden, dass der ehemalige Leiter der Highspeed Task Force tot ist. Warum? Es ist inzwischen mehr als eine Woche her, dass der suspendierte Lieutenant versucht hatte, mit etlichen gestohlenen Fahrzeugen aus der Stadt zu fliehen.
Dass ihm das nicht gelang, ist auch dem Eingreifen eines berüchtigten, bisher jedoch noch anonymen Street Racers zu verdanken, der entscheidend zur Sicherstellung der Fahrzeuge beitrug, die, wie eine nachfolgende Untersuchung ergab, über Monate hinweg systematisch illegal beschlagnahmt wurden. Um jegliche Bedenken der Öffentlichkeit zu zerstreuen, hat die Taskforce unverzüglich auf diesen Skandal reagiert und eine neue Leiterin ernannt, die folgende Stellungnahme abgab. Danke sehr. Viel zu lange missbrauchte Frank Mercer dieses Department zu seinem eigenen Vorteil. Aber jetzt nicht mehr. Es ist Zeit, dass wir die Ressourcen wieder ihrem eigentlichen Ziel zuweisen. Dem Kampf gegen Street Racing. Unter Frank Mercers Leitung konnte diese Kriminalität wachsen. Unter meiner wird sie enden. Der eine Tyrann ist weg und eine andere Tyrannin kommt rein. Das ist natürlich ein sehr, sehr schöner Circle of Life. Ja. Es ist halt krass. Ja, aber that's just how it is. Jetzt komm, sei bitte nicht abgestürzt. Okay. Den gibst du mir? Das ist ein guter Wagen. Das Ding fahre ich nicht. Warum nicht? Nach dem, was mit deinen letzten Autos passiert ist, wäre ich lieber dankbar. Er ist perfekt für jemanden, der gerade erst anfängt. Lucas, ich bin in der League. Wenn ich in dem Ding aufkreuze, werden die noch einen Lachanfall bekommen. Ja, du bist jetzt eine große Nummer. Aber für mich bleibst du meine kleine Jecha. Mira, venga, Paca. Komm mir tranquila, nein. Na komm, komm her. In der League. Wenn du in dem Ding aufkreuzt. Oh, meine Rippen! Sorry! Hey, durch eure Aktion gegen Mercer habt ihr euch in der Stadt eine Menge Freunde gemacht. Aber trotzdem braucht ihr jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Heißt das, du kommst in unsere Crew? Ich hab wieder Lust zu fahren. Vielleicht zeige ich euch ein paar von meinen alten Moves. Nice! Drehen wir eine Runde? Logisch! Hey, passt bitte auf euch auf, ja? Leute von überall wollen jetzt gegen euch fahren. Und eine Menge anderer Leute wollen euch aufhalten. Härter als sonst. Das heißt, wenn die Cops kommen, zischen wir ab. Danke fürs Spielen. Ich werde jetzt nicht aufhören. Ja. Also Leute, das treibt mir jetzt natürlich ein Lächeln ins Gesicht. Dankeschön für deine Hilfe abgegeben. Ich freue mich schon drauf, wieder einen echten Racer in diesem Klassiker zu sehen. Der hat nur 174 Punkte. Leute, wait. Was soll das? Ja gut, aber geiles Teil. Glückwunsch, du bist jetzt eine Legende auf den Straßen von Palm City. Bring deine Reputation auf maximale Stufe 50, werte all deine Wagen auf die höchste Performance-Stufe auf oder finde die letzten Sammelobjekte, Herausforderungen und Geheimnisse. Ja, also Story, wenn man so will, wahrscheinlich nach... Wenn du dich ihr widmest, bist du sehr, sehr schnell durch. Ich habe gesehen, im Speedrun dauert es teilweise sogar weniger als ungefähr zwei Stunden, das Spiel durchzuspielen. Natürlich auch erleichtert dadurch, dass man einfach easy peasy die ganzen Dingsbums-Teile hier, die ganzen Fahrzeuge bekommt, diese KS-Edition. Hier zum Beispiel die Corvette oder so. Ja, ist natürlich ziemlich kurz, muss man klar sagen. Aber gut, der Fokus, finde ich, liegt bei so einem Spiel eh nie wirklich auf der Story. Also, das habe ich ja schon häufiger gesagt und ich bleibe auf jeden Fall dabei. Aber wir haben ja noch ein paar Story-Missionen und die gilt es dann auf jeden Fall nochmal weiterzuführen.
Und ja, so ein bisschen noch zusätzlich zu driften. Ich werde dann vielleicht das nächste Mal noch ein neues Drift-Auto haben. Ich muss mal schauen. Und ansonsten, ja, so ein bisschen was weiteres noch erspielen. Aber jetzt drehen wir nochmal eine kleine Runde mit dem M3. Stufe 50 erreichen ist eh so ein Ziel, das ich natürlich auch noch habe. Jetzt muss ich natürlich überlegen, wie ich das am besten mache. Welches Auto nehmen wir? Eigentlich am besten den, was oder? Was meinst du? Wollen wir losziehen und rausfinden, welche neuen Rennen uns als League-Mitglieder offenstehen? Alter, der Sound. Geil. Nice. Ja, ey, also ich werde auf jeden Fall mir irgendein Auto schnappen, vielleicht sogar den hier. Und dann holen wir uns vielleicht mal 1 Million Rep in einer Nacht. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Gut, ansonsten, ja, gibt es noch viele Autos zu fahren, zu tunen und zu testen. Und wie gesagt, wir werden auf jeden Fall auch noch ein paar Drift-Autos oder so haben. Es gibt auch jetzt ein paar Offroad-Rennen, das heißt, wir können tatsächlich auch mal eine schöne Offroad-Folge machen. Gibt es auch ein Nacht-Offroad-Rennen, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Tendenziell eher weniger. Aber wir können ja die Story-Mission spielen und dann sagen, ah ja gut, wir gehen jetzt noch ein bisschen Kohle verdienen. Und ist das bei Nacht oder bei Tag? Kann man anscheinend zu beiden Uhrzeiten oder Tageszeiten besuchen. Ja, coole Sache. Ja gut, dann würde ich sagen, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vielleicht euer Fazit nochmal zur Story in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Need for Speed Heat. Macht's gut und bis demnächst.